Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Gundlach, also dass Sie an Amnesie leiden, das haben Sie heute bewiesen. Ich will Ihnen ganz kurz sagen, Sie haben behauptet, es gab keinen Plan B. Das hat auch der Wirtschaftsminister gesagt. Ich will daran erinnern, dass es sehr wohl einen Plan B gab. Erstens ging es darum, als die Werft in Stralsund, da ging es während meiner Amtszeit schon um die Frage, Errichtung eines Gewerbeparks als Alternative für die Werft, die eventuell keine Arbeit hat. Das Zweite, was ich sagen will, wir haben damals einen Plan entwickelt, Global 1 bauen, Global 2 und dann Konverterplattformen. Auch dazu hat sich Genting bekannt. Ich weiß nicht, in welchem Film Sie hier rumlaufen. Und Sie selbst sind ein Vertreter der Hansestadt Wismar, der genau weiß, was im Wirtschaftsministerium gemacht worden ist und was nicht. Und was Sie heute vorgetragen haben, ist ein Armutszeugnis, Herr Gundlach. Ich habe Sie immer toll geschätzt, aber das war eine totale Entgleisung hier, die Sie vorgetragen haben. Meine Damen und Herren, natürlich ist es so, dass auch weiter Arbeit auf den Werften sein muss. Dazu haben die Gewerkschaften ihren Teil beigetragen. Die Gewerkschaften haben auch den Weg, den wir zusammen, als wir noch eine Koalition waren, durchaus positiv begleitet. Wir haben genauso informiert wie Herr Mayer heute, das im Wirtschafts- und Finanzausschuss macht. Wir haben mit den Gewerkschaften gesprochen im Hintergrund. Also ich will nur feststellen, dass man jetzt dem Wirtschaftsminister unterstellt, dass er 10 Jahre nichts gemacht hat, finde ich eigentlich gelinde gesagt äußerst erbärmlich und bringt auch nicht die Zusammenarbeit der ganzen Jahre hier auf den Tisch. Die SPD ist auch auf dem Weg zu vergessen, zu verdrängen und zu behaupten, das, was jetzt vorbereitet wird, ist zusammen schon vorbereitet gewesen und Plattformen werden vor 2024 nicht kommen. Dazu haben wir Gespräche geführt, auch Herr Pegel und ich, um mit Amprion, mit Siemens, um die Dinge vorzubereiten, um den Weg zu bereiten, dass große Plattformen hier gebaut werden für die Nordsee und für die Ostsee. Dankeschön.